Dieser Japaner muss komplett ausgerastet sein. Und zwar ist Knochentrocken in der letzten Runde auf dem zweiten Platz und Donkey Kong ist halt ein japanischer Schwitzer, was soll ich sagen. Der eine rote Panzer, den er nach vorne geworfen hat, wird ganz sicher nicht ausreichen, weshalb Nintendo ihn nochmal 3 Stück gegönnt hat. Und da wirft er die erste, die zweite und auch die dritte. Ihr Blutsauger, ich kann nicht mehr. Und dann bekommt er noch einen roten Panzer und spätestens jetzt muss der Controller geflogen sein. Verdient gewonnen, ganz klar.